grüße Sie alle nochmal recht herzlich im Namen der Deutschen Bundesbank. Wir, das sind der Kollege Ralf Steinhage und meine Wenigkeit, mein Name ist Thilo Koch. Wir sind beide im Bereich der IT der Deutschen Bundesbank tätig. Ich glaube, jetzt geht es ein bisschen besser mit der Verständigung. Was ist das Ziel unserer Präsentation? Es ist gerade schon angeklungen. Die Bundesbank ist sicherlich in der Öffentlichkeit in der einen oder anderen Weise bekannt. Was weniger bekannt ist, dass wir auch ein IT-Arbeitgeber sind, der ein sehr breites Spektrum auch an IT-Skill abdeckt. Und das möchten der Kollege Steinhage und ich, wir teilen uns das so ein bisschen dynamisch auf, gerne kurz einmal näher bringen. Am Schluss werden wir auch nochmal auf unseren Stand, der gleich hier vorne ist, verweisen. Dort könnten Sie dann nochmal weitere Fragen mit uns klären. Beginnen wir gleich. Die Präsentation wird sich gliedern, einmal ausgehend, ich sage mal, von den Aufgaben der Deutschen Bundesbank, die wir kurz darstellen, Bezug der IT der Deutschen Bundesbank eben zu diesen geschäftlichen Aufgaben. Dann einen kurzen Überblick über das Produktmanagement, was wir in der IT zur Verfügung stellen für unsere Fachbereiche in der Bank. Ein Blick auf, kurz einen Überblick auf die technische Situation und dann am Schluss Perspektiven, die wir auch als IT-Arbeitgeber bieten können. Ich sagte eingangs, die Deutsche Bundesbank hat den gesetzlichen Auftrag, die Stabilität zu sichern. Diese Begrifflichkeiten, die hier genannt sind, sind sicherlich dem einen oder anderen nicht unbekannt. Wir sind für die Finanzstabilität mehr denn je zuständig, zusammen mit der Europäischen Zentralbank, sind also für sichere Finanzverhältnisse zuständig, für eine geregelte, sichere Bankenaufsicht, für eine sichere Geldpolitik und für einen sicheren bargeldlosen als auch Bargeldzahlungsverkehr. Für diese ganzen Aufgaben, die die Bundesbank sowohl national als auch international in Kooperation mit verschiedenen anderen Notenbanken und der Europäischen Zentralbank wahrnimmt, benötigt die Bank IT-Leistungen. Was uns wichtig ist, was wir hier rüberbringen möchten, natürlich kann man IT-Leistungen einkaufen am Markt. Das sind die sogenannten fremderstellten Leistungen. Man kann aber auch Leistungen selbst erstellen. Der Fokus bei uns in der Bank ist, wir wollen einen großen Anteil dieser IT-Leistung selbst erstellen. Daraus resultiert auch, ich sag mal, unser Bedarf an IT-Personal, das wir auch langfristig im Bereich der Bank beschäftigen wollen. Selbst erstellte IT-Leistungen heißt, wir beraten unsere Kunden, ob jetzt, ich sage mal, im internationalen Umfeld, in der Zusammenarbeit, als auch, hier sind Begrifflichkeiten genannt wie DFA, FMSA, die Finanzmarktstabilisierungsanstalt oder die Deutsche Finanzagentur. Wir beraten Bundesministerien auch und bieten auch dort unsere Dienstleistung in der Kooperation an. Wir machen eigene Softwareentwicklung. Unsere eigene Infrastruktur designen wir und stellen sie auch für die betriebliche Leistung zur Verfügung. Und wir sorgen auch für die entsprechende, natürlich mit externer Unterstützung, für die entsprechende Innovation und die Fortentwicklung der technischen Leistungen. Natürlich haben wir auch fremderstellte Leistungen, aber die bilden bei uns in der Bundesbank eindeutig, ich sage mal, den kleineren Part ab. So. Von daher ist die IT in der Bundesbank darauf ausgerichtet, in ihrer strategischen Ausrichtung die Gesamtstrategie der Bundesbank effektiv zu unterstützen, sodass wir im Grunde genommen die als Partner unserer Fachbereiche auftreten und dort mit dem Ziel agieren, eine möglichst hohe Kundenzufriedenheit zu erzielen. Unsere Kernstrategieausrichtungen sind zum einen Innovation durch und in der IT, wie auf der anderen Seite die hohe Betriebs- und Servicequalität zu gewährleisten. Ich denke, gerade das erste Thema hört sich schon mal spannend an und ist vielleicht für eine Behörde nicht unbedingt das, was man hier erwartet. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich als ein großer IT-Hersteller, Betreiber, gehalten, immer möglichst nah an der Technik zu sein, um dort auch wirklich up-to-date zu sein und unsere Kunden mit den bestmöglichen Lösungen zu unterstützen.
Dieses erledigen wir in vielfältigen Projektaufgaben. Diese Projektaufgaben laufen sowohl national wie auch international im ESZB-Kontext und dort auch mit den anderen Nationalbanken. Letztendlich ein immer wichtigeres Thema, so wie wir in der Finanzkrise gesehen haben, ist die Gewinnung übergeordneter steuerungsrelevanter Informationen, sowohl für den eigenen Betrieb wie auch letztendlich für fremde Benutzer, ob das die Wirtschaftsministerien oder Informationsdienste sind. Außerdem sind wir massiv tätig in dem Bereich Kommunikation und Zusammenarbeit, da wir, da werden wir in der nächsten Folie noch drauf eingehen, auch als Bank in der IT sehr weit über die Bundesrepublik verteilt sind. Ein Thema, das uns alle beschäftigt zurzeit, ist das Thema IT-Sicherheit. Dafür entsprechende Szenarien zu entwickeln, wie man diesen Bedrohungen entwickeln kann, ist ebenfalls eine unserer Kernaufgaben. Was wir im Betrieb und in einem Service machen, ist das, was wir selbst erstellt haben, in eigenen Rechenzentren betreiben und dort letztendlich die hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten auf Dauer. Genauso entwickeln wir Szenarien für die Abwicklung von Krisensituationen, damit die Operationsfähigkeit unserer Geschäftsbereiche erhalten bleibt. Die Mehrstandortfähigkeit der IT in der Bundesbank. Die Zentrale der Bundesbank ist in Frankfurt. Die IT der Bundesbank ist aber aufgrund von historischen Gegebenheiten dezentral aufgestellt. Wir unterstützen an allen Standorten der Hauptverwaltung durch eigene Infrastrukturservices, die die Arbeitsplatzservices bereitstellen. Außerdem haben wir an einigen Standorten weiterhin Entwicklungseinheiten, so in Hamburg, in Düsseldorf, in Frankfurt, München und Stuttgart und letztendlich in Leipzig. Wir entwickeln dort für unsere Geschäftsbereiche die entsprechenden Lösungen und haben dort auch die fachliche Kompetenz jeweils vor Ort. Insgesamt sind in der IT, Stand jetzt Anfang 2014, ca. 980 Mitarbeiter beschäftigt. Das sind nahezu 10% der Mitarbeiter, der Gesamtmitarbeiterzahl der Bundesbank. Allein das drückt schon den Stellenwert der IT in der Bundesbank aus. Ein weiteres prägendes Thema ist natürlich die Teilnahme am Euroraum. Mit der Einführung des Euros und mit der zunehmenden wachsenden Teilnehmerzahl werden auch zunehmend im Euroraum zentrale IT-Services bereitgestellt, gehostet und weiterentwickelt. Hier ist die Bundesbank zusammen mit ihren jeweiligen Kooperationspartnern, der EZB oder den jeweiligen nationalen Notenbanken, ein wesentlicher Partner, der diesen Markt mitgestaltet. Gut, ein weiteres Wesensmerkmal der Arbeit in der IT der Deutschen Bundesbank ist die Gestaltung der Arbeitsplatzgegebenheiten für die Mitarbeiter. Dabei unterscheiden wir die verschiedenen Ausprägungen des Arbeitsplatzes, so wie sie auch hier genannt sind. Und unser vorrangiges Ziel, auch im Hinblick jetzt auf die Arbeitsfähigkeit des IT-Personals und natürlich auch der Fachbereiche, ist es, die IT-Mitarbeiter durch möglichst hohe technologische Gegebenheiten zu unterstützen. Das heißt, remotes Arbeiten, der Kollege Steinhage hat gerade schon die Mehrstandortfähigkeit angesprochen, das Arbeiten von zu Hause, den Support leisten, auch ich sag mal von einem Ort, der nicht vorher frei wählbar ist und die Kommunikationsleistung zu unterstützen durch Technologie wie Tablet-Einsatz etc. Außerdem natürlich heute aber auch Standard Nutzung von Mobiltelefon und BlackBerry. Also bei uns in der Bundesbank haben diese technischen Komponenten natürlich vorrangig auch ihre Einsatzmöglichkeiten zu verifizieren unter dem Aspekt der Security, also der Sicherheit. Einen großen Beitrag leistet auch unser Produktportfolio unter dem schönen neudeutschen Begriff E-Collaboration. Darunter verstehen wir alle Lösungen, die die Information als auch die Kommunikation und die Zusammenarbeit unterstützen. Sei es jetzt der Bereich Videokonferenz, der Bereich Teammanagement etc. Hier gibt es unterschiedliche technische Lösungen, gerade auch, wie vorher angeklungen, im Bereich der Zusammenarbeit mit europäischen Notenbanken sind wir hier auf vielfältige Möglichkeiten, technische Möglichkeiten angewiesen. Auch diese stehen bei uns immer unter dem Aspekt der entsprechenden Sicherheit. Ja.
Ein wesentlicher Standbein der IT in der Bundesbank ist aber auch die Eigenentwicklung von Geschäftsanwendungen. Von Geschäftsanwendungen, die die doch sehr speziellen Bedürfnisse unserer Businessbereiche optimal unterstützen. Hier gehen wir einen gesplitterten Weg. Zum einen setzen wir überall dort, wo möglich, Standardlösungen ein und nutzen dort das Potenzial, das einfach am Markt vorhanden ist. Auf der anderen Seite gibt es aber für zahlreiche Aufgaben, die wir haben, keine Standardlösungen, sondern wir sind am Markt im Grunde genommen selber tätig mit den Kunden, mit unseren Fachbereichen und entwickeln für diese ihre maßgeschneiderten Lösungen. Diese gliedern sich bei uns in drei große Säulen. Das klassische Bankgeschäft, dann die notenbankspezifischen Anwendungen und letztendlich all das, was man für den Bankbetrieb benötigt. Gerade im klassischen Bereich Bankgeschäft mit der Kontoführung, mit dem Massenzahlungsverkehr und mit dem Wertpapier- und Depotgeschäft haben wir eine relativ intensive Anwendungsentwicklung mit einem relativ hohen Ressourceneinsatz, der auch auf Dauer bestehen bleibt. Das Thema, was in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, sind die notenbankspezifischen Anwendungen. Hier zum einen die klassischen Systeme, die ausschließlich in der Bundesbank für die Bundesrepublik eingesetzt werden. Zum anderen aber auch die Systeme, die letztendlich im ESZB den Verbund der nationalen Notenbanken gewährleisten. Hier ist besonders Target 2 zu nennen, das Zahlungssystem der Zentralbanken, mit dem in Hochgeschwindigkeit Großbetragszahlungen abgewickelt werden. Der Bankbetrieb oder die Anwendungen des Bankbetriebs sind gekennzeichnet durch den Einsatz von Fremdsoftware. Hier besonders im Bereich der Personalservices, wo man auf Standardsoftware zurückgreift, genauso wie bei Kostenrechnung und Controlling, wo auch hier Standardsoftware zum Einsatz kommt und auch in den anderen Bereichen. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch in diesen Bereichen ergänzende Softwareentwicklung, die in-house abgewickelt wird. Als wesentlicher Erfolgsfaktor im europäischen Umfeld hat sich die Kooperation erwiesen. Hier arbeitet die Bundesbank mit anderen nationalen Notenbanken und der EZB intensiv zusammen. So haben wir unterschiedliche Kooperationsprojekte und stellen in diesen Kooperationen hochverfügbare Systemlösungen am Markt bereit und betreiben die auch in unseren jeweiligen Rechenzentren in Kooperation mit unseren Partnern im ESZB. So, neben den Punkten, die der Kollege Steinhage jetzt gerade genannt hat, die mehr auch aus dem Bereich Applikationsentwicklung kommen, soll diese Folie Ihnen, wie eingangs auch gesagt, nochmal verdeutlichen, dass wir auch ein sehr intensives und nachhaltiges Architekturmanagement im technischen Sinne in der Bank betreiben und fortentwickeln. Das ist jetzt, ich sage mal, unsere Infrastruktur 2014. Die Planungen für 2016 sind schon aufgesetzt. Und es wird hier eine Fortschreibung vorgenommen. Sie sehen anhand der Begrifflichkeiten hier, wir gehen von der technischen Basis aus, heute ja geläufig unter Infrastructure as a Service, über Plattform as a Service hin zu der Applikationsseite, Software as a Service und haben gerade jetzt im Rahmen eines noch laufenden Migrationsprojektes sind wir dabei, unser zweites neues Rechenzentrum zu besiedeln und haben dort einiges getan im Bereich Virtualisierung. Sie sehen, wir setzen hier verschiedene Plattformen ein, ob es jetzt Windows-Plattformen sind. Der Host, der Großrechner, spielt bei uns nach wie vor, auch gerade im europäischen Umfeld, immer noch eine sehr große Rolle und ist insoweit hier auch nicht wegzudenken, als auch, ich sag mal, den Spark-Bereich mit der Plattform Solaris und auch im Plattformbereich sind wir mit hochgeschäftskritischen Anwendungen unterwegs im Bereich SAP. Das Ganze auch, ich sag mal, unterlegt, jetzt gerade in unserem neuen Rechenzentrum, auch mit verschiedenen Staging-Systemen, um auch, ich sag mal, aus dem Gesichtspunkt der Sicherheit und der Security Produktions- und Pre-Stage-Umgebungen abzuschotten durch spezielle Firewall- und Area-Einsatz. Das ist bei uns ständig im Fluss und das Ganze muss natürlich auch, das weiß jeder, mit einem entsprechenden Netzwerkmanagement unterlegt sein. Die Aufgaben, die wir in diesen beiden hochverfügbaren Rechenzentren
wahrnehmen, dienen letztendlich nicht einem Selbstzweck, sondern der Unterstützung der fachbereichlichen Lösungen und der Geschäftsprozesse. Das heißt, für uns ist Sicherheit und Ausfallsicherheit über diese beiden Rechenzentren als Site Recovery auch genannt von immenser Wichtigkeit. Im europäischen Umfeld sind wir auch Betriebsstandort, gerade ist Target auch schon angeklungen, wo wir dann über Site Recovery auch von Region Recovery, das heißt über Ländergrenzen hinweg sprechen. Das heißt, wir sind hier darauf angewiesen, auch die modernsten, unter dem Fokus Sicherheit, auch die modernsten Lösungen mit einzusetzen. Ich habe es gerade kurz vorher angesprochen, Thema Netzwerk. Wir haben verteilte Standorte, wir haben die beiden Rechenzentren. Wir bedienen über Netzwerkmanagement in der Beratung als auch, ich sage mal, in der Management- und in der Betriebslösung unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Konzepte. Auch dafür benötigen wir entsprechenden Skill, den wir, und das ist eigentlich unsere Botschaft, die wir hier auch rüberbringen möchten, den wir möglichst mit eigenem Personal abdecken. Das lässt sich im Bereich der Projektierung natürlich nicht immer durchhalten, aber wir möchten den Betrieb als Bundesbank selber beherrschen können. Ich hoffe sehr, dass wir jetzt in der Kürze der Zeit zumindest einen kleinen Überblick über die Vielfalt der Aufgaben der IT in der Bundesbank vermitteln konnten. Mehr IT, als man denkt. Ich denke, das wird aus diesen Folien auf jeden Fall deutlich. Wir suchen auf jeden Fall immer Mitarbeiter mit einem entsprechenden bankfachlichen und betriebswirtschaftlichen Wissen, die in den einzelnen Abteilungen der IT eingesetzt werden, als Schnittstelle zum Fachbereich, zur Beratung im Grunde genommen unserer Kunden. Aber genauso und genauso wichtig ist auch die Suche nach Personal mit dem entsprechenden IT-Wissen. Wir bieten interessante Aufgabenfelder, ich denke, sowohl im nationalen wie auch im internationalen Umfeld und würden uns sehr freuen, Sie zu weiteren Informationsgesprächen auf unserem Stand hier auf der Computerwoche begrüßen zu können. Vielen Dank.